Es werden seltene Fische gefangen, es werden seltene Trophys gefangen. Also seltene Karpfen, seltene Färbungen und das alles ziemlich süß. Und so süß gehen wir hier einfach ran ans Wasser und testen einfach hier auf diese süße Kombi mit schön Schoko und Vanille und weißer Schoko und Creme Brûlée. Und ich bastel mal eben alles zusammen. So, Routen sind zusammengebaut. Die waren noch gänzlich verkehrt zusammengebaut und nicht für Karpfen geeignet. Jetzt brauchen wir noch eine passende Futtermische. Und die bauen wir doch direkt zusammen. Wir nehmen natürlich hier, weil wir auf 35 Meter Entfernung unterwegs sind, da nehmen wir PVA, also die Trockenmische. Und wir brauchen zwei Komponenten. Einmal Kakaomischung 10 und weiße Schokolade hier nochmal mit rein. Die müssen wir schreddern. Wir nehmen natürlich immer die kleinsten Mischen. Ich stelle das Ganze einfach mal zweimal her. Einfach mal zweimal, das ist auch gut. So, und dann brauchen wir als nächste Komponente hier noch die Kakaomische. Kakaomischung Soluble habe ich hier gerade. Steht nicht in der Liste. 10er Kakaomische. Ich habe einfach Soluble und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, denn auflösend wirkt auch bei der Futtermische. Im Gegensatz zu Pop-Up zum Beispiel. Das hat keine besondere Wirkung, aber auflösend wirkt einfach nochmal besser. Deswegen nehmen wir das Ganze. Ja, und von wem nehme ich das Ganze hier? Das nehme ich vom Markus. Der hatte im Discord gepostet und meine alten, guck mal hier, was er hier gefangen hat. Nicht nur einen kunterbunten Kescher, schön mit seltenen Fischen. Ne, super Trophy Geister Schuppenkarpfen. Ja, schmeckt richtig. Der Hoshi hatte das sogar einen Tag vorher auch schon, zwei Tage vorher auch schon gepostet. Auch eben hier mit weißer Schokolade und Creme Brûlée. Und beide sind hier mit sehr, sehr großen, Haken auch unterwegs. Wir verwenden erstmal die Futtermischen. Ja, sind auch beides die gleichen Futtermischen. Also Mais als Basis. Dann haben wir hier drin Sahne. Und zwar Sahne-Feed-Pellets in 8er und Sahne-Feed-Pellets in 10er. Dazu kommen jetzt die Mischen. Und zwar einmal die weiße Schokoladenmische und einmal die Kakaomische. So, und das Ganze wird natürlich mit weißer Schokolade abgeschmeckt. Mmh, wenn das mal nicht Schmackofatz ist. Richtig nice. Also, wir gehen hier auf Schoko Bernie machen wir das Ganze. Ne, wir machen da den weißen Schoko Bernie draus. Weiße Schoko Bernie, denn, so, das Weiß habe ich gerade gespeichert in der Zwischenablage. Und das wird jetzt einfach hergestellt. Zack, einmal und zweimal. Und zweimal das Ganze natürlich ins PVA gestopft. Perfekt. Und das ganze PVA kommt jetzt hier an dem klassischen Spot auf 35 Meter, wie immer. So, 35 Meter. Zack. Weiße Bernie Schoko. Und wir gehen natürlich direkt hier auf die 10 von 10 beste Futtermische. 35 Meter ist gestellt. Und jetzt erstmal raus damit. Ich habe einen 50er Blei gerade nur drauf. Ja, komme ich aber weit genug mit raus. So, und das Ganze hier natürlich auch schnell dran. Zap, zarap. Weiße Bernie PVA drauf. Und das Ganze auch wieder raus damit. Und die dritte ist nicht mal draußen. Und da fängt die erste schon an zu zuppeln. Das ist ein Dingen. Und ich muss ein bisschen aufpassen. Denn ich habe die Bremse, glaube ich, noch nicht richtig runter. Aber eigentlich müsste es passen.
Ich hoffe, dass es passt. Schnell dran, dritte Rute raus. Weiße Bernie, 10 von 10. 35 Meter weit raus. Und gib ihm. Jawohl. Passt richtig schön. Auch hier machen wir erstmal das Ganze ein bisschen lockerer. Und da geht's ab. Oh, erstmal die Bremse runter, bevor ich anziehe. Aber ich glaube, ich könnte hier auch auf eine 20 einstellen. Sehr schön. Ja, ich bin gespannt, was jetzt hier abgeht. Also, komplett blind. Ihr habt es gerade gesehen. Die Happy Hour ging gerade los bei der Futtererstellung. Also noch gar nicht ausprobiert hier das Ganze. Und ich bin sehr gespannt, was hier geht und was für Fische hier reingehen. Es heißt in den letzten Tagen von ganz vielen Seiten, Alden, hier geht ein bisschen was und hier kommen einige seltene bei rum. Der sah gerade schon wieder so hell aus, ne? Das wäre es gewesen. Erster Fisch, direkt ein Albino oder sowas. Oh mein Gott, ist es einer? Es ist einer. Ich werde ja weich. Der sieht so hell aus. Erster Fisch, Geisterspiegelkarpfen. Ja, ich werde ja weich. Ich werde doch weich. So fängt das doch gut an. Schön den Fisch an der weißen Schokolade. So. Ausgerichtet, damit er auch genauso weiß und schokoladig aussieht wie die weiße Schokolade. So kann das doch gerne abgehen. Und jetzt gucken wir natürlich erstmal rein in das Setup. Also, normale Karpfen-Setup. Wie du halt mit Karpfen reingehen kannst, hängt natürlich an deinem Setup. Ich bin jetzt hier gerade mit 36 Kilo unterwegs. Man kann natürlich auch deutlich kleiner reingehen. Ich sag mal so, naja, 15, 16, 17 oder 15 bis 18 sollte man vielleicht schon ungefähr verwenden. Dann auch da wieder, je nachdem wie dein Setup aussieht, wenn du eher im Bereich von 15 Kilo unterwegs bist, vielleicht einfach nur einen 1er-Haken verwenden. Hauptsache man hat ein bisschen Frequenz. Da würde ich dann auch sagen, vielleicht ein bisschen kleiner reingehen von den Boilies. 14er, 15er Boilies rum reicht auch. Diese Boilies gibt es wie gesagt auch alle nochmal eine Nummer kleiner. Also da dann einfach die etwas kleineren Boilies verwenden für gute Frequenz. Und wenn man natürlich noch kein PVA oder sowas verwenden kann, dann natürlich einfache Futtermische. Und dann trotz allem versuchen hier mit dieser Boilie-Kombination das eben rauszubringen. Oder eben schwerpunktsmäßig eben auch mit sahnigen Komponenten. Weiße Schokolade jetzt hier und Creme Brûlée. Das sind jetzt gerade hier die Boilies. 3-0er Haken, das ist schon ziemlich krass. Der Hoshi hatte einen 4er, kann das? Ja, er hatte einen 4-0er Haken. 3-0er Haken war beim Markus mit drauf, der da auch den riesen Brocken gezogen hat. Und ich bin eher auch bei den nicht ganz so großen Haken, wobei es immer mal wieder auch Berichte gibt von Trophy-Fängen auf oder mit tatsächlich deutlich großen Haken, übertriebenen Haken fürs Karpfenangeln und vielleicht kickt da dann nochmal so ein bisschen dieser große Haken nochmal rein und verscheucht ein paar kleine und es bleiben letzten Endes dann nur noch die ganz großen übrig, die dann da reinbeißen wollen in diesen riesen Haken und dann rasseln auch die Trophys rein. Das ist doch der Oberhammer. Ja, wie jetzt die Frequenz ist, tja, das werden wir sehen, müssen wir testen, ne? Wenn ich mir das hier so angucke in den Kescher-Bildern, ja, durchaus, ich sag mal, eine vernünftige Frequenz. 3-4 Minuten Takt, zwischendurch mal ein bisschen Pause, manchmal auch nur 1-2 Minuten Pause. Wie sieht es beim anderen aus? Da war die Lederkarpfen, hat er. Der Hoshi Lederkarpfen-Trophy schmeckt natürlich auch richtig. Spiegel-Trophy auch mit dabei. Ja, da ist die Taktung gerade ein bisschen schwer zu sehen, weil das alles sehr klein ist. Aber das sieht auch jetzt nicht so wahnsinnig durcheinander aus von den Zahlen. Also auch das passt eigentlich ganz gut. Ich teste es jetzt einfach mal ein bisschen und dann gucken wir mal, was hier noch so reingeht. Okay, das ist doch gut. Das ist doch ein gutes Zeichen. So wollen wir das doch sehen. Den Karpfenspot, der seltene bietet und dann auch noch einigermaßen Frequenz hat. So moke wie dat, so darf das gerne sein. Zack, gerahmter Spiegel, auch richtig gut. Ich lasse noch ein bisschen die Futtermische dran. Das sind ja 2er Päckchen. Also sind wir jetzt hier bei
1, 2, 3, 4, bei 5. Es sind jetzt also 10 mal 10 Gramm Futtermische drin. Und jetzt so langsam. Oh, 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 jetzt geht's aber los. Danach, ich würde sagen, ich nehme danach erstmal das Futter runter. Dieser Ist-Zustand, wie er jetzt gerade ist, ist sehr gut. Alter, ich hab's aber auch heute, ne? Sensationell. Sensationell. So, komm ran hier. Der nächste. Ich warte natürlich jetzt nur noch auf die Seltenen, ne? Ich warte jetzt nur noch auf die Seltenen. Ab jetzt nur noch Super Trophy, seltener Geister, Schuppenkarpfen und Gibi. Und danach die anderen. Ich will die einfach nur abhaken. Einfach nur abhaken. Ich bin auch ziemlich bescheiden, würde ich sagen. Eine Super Trophy reicht mir. Zack, raus damit. Jawohl, zack. Jetzt er hier. Oh ja, er hat sogar schon wieder ein bisschen Bock. Er hat ein bisschen Bock. Dann bremsen wir ihn erstmal aus in seinem Bock. Genug gebockt. Und nun komm ran hier. Ist das super. Ja, so macht natürlich Karpfenangeln Bock. So macht das richtig Spaß. Oh, guck mal. Hör mal. Hör mal lieber auf hier. Nicht, dass ich dir noch irgendwie wehtun muss. So, komm ran. Alter, und das hier auf dem übertriebensten Setup, was es überhaupt gibt. Das darfst du keinem erzählen. Und ich wollte das ja eigentlich nur verwenden für auf entspannt, für Stör. Und jetzt stehe ich schon hier aus Bequemlichkeitsgründen. Stehe ich schon hier. Das darfst du einfach keinem erzählen. Ich stehe hier mit der Overlord mit 24 Kilo Bremskraft und mit der Fortuna Carp, weil ich eben auch zeigen will, dass man mit normalem Karpfen-Setup hier hervorragend angeln will. Denk immer daran, Overlord, HSV, Fortuna Carp, the way to go. So, jetzt aber langsam reinziehen hier. Ey, 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 der hat Bock. Das ist geil. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, hier jetzt auf Shift zu drücken und einfach mal den Turbo zu aktivieren und das fette Moped hier, einfach Highspeed-mäßig durch die Wassermassen zu quetschen, weil der Fisch muss ja auch seine Massen, also maultechnisch, dagegen halten. Der hängt ja jetzt quasi an der Lippe und seine Lippe muss jetzt quasi sein Gesamtgewicht halten. Ja, da überlege ich mal selbst. Imagine, du mit deinem Gesamtgewicht hängst mit der Lippe an einem Haken und wirst dann durchs Wasser gezogen, aber auf Speed. Tja, da ist halt die Frage, wünschst du dir, dass dein Lippenpiercing abreißt oder dass du weiter durchgezogen wirst? So, komm ran hier. Er macht sich ordentlich schwer, das ist gut. Das ist soweit ganz gut. Ich glaube, ich trinke noch mal ein bisschen was. Ja. Ein paar Tassen Tee reingekippt. So. Und jetzt langsam wieder ranziehen hier. Schön auf entspannt, keinen Stress machen. Schön in den Blank rein, das Ganze. Jawohl. Und einfach durchkurbeln. Oha. Oh Mann, Alter. Hör mal auf, sag bloß, das geht direkt in Richtung Trophy hier. Ich habe gerade echt keinen Schimmer, wie mein Setup hier performt, was jetzt hier unten gerade abgeht. Ist halt das erste Mal, dass ich das so verwende hier auf Karpfen. Und wie groß jetzt die Brocken sein müssen, wenn die hier sowas anstellen. Vielleicht hat er nur 15 Kilo. Kannst du nicht wissen. Vielleicht hat er 15 Kilo. Ich habe einfach einen verdammt schlechten Haken verwendet. Kann man halt nicht wissen. Oder Bremse, Verschleiß komplett am Limit. Schnur, Vorfach, Ledcore komplett durch. Alles möglich. Alter, er ist so langsam. Ist er langsam. Und so langsam, wie er ist, so langsam kommt er trotz allem immer wieder näher. Und so langsam kommt er auch hier an die Oberfläche. Das ist schon mal gut. Ah, schöner Spiegel. Könnte, müsste, sollte.
Dann kann das auch gerne rappeln. Spiegel wird, was wieder, 25, ne? 25 Kilo Trophy-Gewicht. Nee, ist es ein Schubi? Nee, ist ein Spiegel. So, das ist doch ganz nice. Ja, ich bin gespannt, wie schwer der wird, ne? Auf dem 3-0er Haken hier. Na, was hat er, der Lümmel? 21. Da hat er sich aber schwerer verkauft, als er eigentlich ist. Aber immerhin. Immerhin. 21 noch was. Also Schuppenkarpfen wäre Trophy gewesen. Passt doch. Das ist hier die 3, die ich in der Hand habe. Und hier bimmelt es auch schon munter weiter. Aber trotz allem Futtermischer abmachen. Und direkt wieder raus damit und die nächsten reinziehen. Es läuft, es läuft, es läuft. Das ist richtig nice. So soll das sein. Ja, ich bin schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich bin schon sehr zufrieden. Cashmäßig schon sensationell. Und wenn ich mir angucke mit dem Sitzfleisch des Karpfenanglers, wenn man sich jetzt also hier hinhockt und nebenbei einfach schön entspannt noch ein paar YouTube-Videos guckt, dann schafft man bestimmt auch hier die ein oder andere oder den ein oder anderen seltenen Fisch mehr hier noch rauszuziehen. Ich werde das auch gleich machen. Schön entspannt gucken, was es noch so gibt. Nebenbei ein bisschen angeln. Und dann auf die seltenen Brocken hier hoffen. Also zack, wieder raus. 35, was haben wir hier? Jo, der nächste. Richtig, richtig nice. Also, so macht das doch Bock. So kann das doch auch gerne weitergehen. Und ja, wenn jetzt hier noch irgendwas Seltenes dazukommt, dann schmeckt es natürlich umso mehr. Was haben wir hier? Ein Schubi, glaube ich. Also, gerne rein damit. Ne, alles Spiegel. Also, alles Spiegel, ein Gerahmter dabei, ein Geisterspiegel direkt als erstes da. Und hier geht es auch schon wieder los. Frequenz sensationell. Ich würde sagen, nicht überfüttern. Das scheint so, als ob das hier tatsächlich mit 10 mal 10 Gramm, beziehungsweise 5 mal 20 Gramm und so weiter und so weiter, als ob das reicht von der Futtermische. Und dann werde ich wie immer erst gegen 4 Uhr morgens nochmal nachfüttern. Alle 12 Stunden. Also jetzt ist ja angefüttert und dann mache ich alle 12 Stunden, haue ich dann nochmal 2 PVAs rein. Das sind dann quasi nochmal 4 Bällchen und so weiter und so weiter. Na guck, Schuppi ist auch da. Richtig nice. Also raus damit. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin, Petri.